Das Supertalent nimmt mir nicht meine Kante. Jetzt reicht's! Bevor das Video jetzt anfängt. Sturm, was hörst du eigentlich gerade da? Oh, etwa dort zu cool auf Spotify? Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung unter Horst Vlog. The stories that we make, the people. Viel Spaß jetzt beim Ultratalent. Yo, Leute, was geht? Willkommen zum wunderbaren Ultratalent. Mit dabei ist heute liebe Sturm. Waffel. Was hast du gerade genommen eigentlich vor der Aufnahme? Prospan Hustensaft. Fangen wir an mit Justo Klavier und Single. Was ist deine Kreditkarte? Hallo. Hi. Du hast Dingen falsch geschrieben, es wird ohne Ö geschrieben. Nur mal, also. Oh, verdammt. Ja. Ja, fang einfach an. Okay, wait a second. So, die geht einfach weg. Ich mach kurz einen Hall rein. Now turn away. If you could give me a drink of buttercars, my lips are chipped and faded, call my Yammery. A huckleberry on my sins. Nee, du bist krank, nee, bitte nicht. Ey, ernsthaft, war. Oh, ich will mich waschen gerade wieder, ich will duschen, lass mal. Danke, es war sehr schön. Du hast eine schöne Stimme, wirklich. Aber Freddy will mich nicht anfassen. Ja, weil du krank bist, Mann. Ich bin nicht krank. Ich Guck bin krank mal, wegen alles dir. Das ist entzündet jetzt. Das ist nicht entzündet. Das ist dein... direkt rot geworden. Ja, das ist, weil du nie ans Sonnenlicht gehst. Deshalb. Dankeschön. Du hast eine sehr schöne Stimme. Juhu. User was moved out of your channel. Ja, der war motiviert. Das war zu viel Hall. Ja, ein bisschen. Aber sonst war es schön. Oh, guck mal. Ein animierter Minecraft-Skin. Das ist User neu. Ein animierter Minecraft-Skin. Das ist neu. Hallo. Hallo. Ich möchte von Anfang an mal sagen, ich bin ein seriöser Bankkaufmann. Beispielsweise ist Horst Vlog mein Kunde, jetzt mal vom Bankgeheimnis abgesehen. Es wäre nett, wenn du den moves. User was Hallo. Moved to your channel. Hallo? Hi? Hallo? Herr Vlog, Sie sind jetzt, wie gesagt, yeah? schon viel zu oft hier gewesen. Es ist vielleicht an der Zeit, das mal ein bisschen runterzuschrauben. Ach, fühlen Sie sich jetzt hier belästigt von mir, junger Mann? Machen Sie doch erstmal mit Ihrem Bankberater und dann reden wir weiter. Genau, Herr Vlog und ich haben eigentlich einen Termin. Sie wollten jetzt einfach mal zuhören, also ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung, Herr Vlog, oder? Wie man das macht. Ja. Wie man das so macht bei der Bank. Ja. Ja, richtig. Ja, gut. Sie hatten ja bei uns Geld angelegt. Sie haben gesagt, Sie haben ein bisschen Geld mit Koks und Nutzen verdient. Ja. Ich würde vorschlagen, wir legen das einfach ein bisschen an. Ne, Sparbuch bringt ja nicht mehr viel, 0,01%. Ist ja nicht so prickeln, können Sie sich hier ausrechnen. Ich mach's nicht, weil ich keine Mathe kann. Der Mann ist Bankkaufmann. Ich würde vorschlagen, aber... wir legen das einmal in Immobilienfonds an. Den Gewinn davon machen wir in eine Rente vor Ihrer Zukunft. Und ja, es ist weg. Was ist weg? Das Geld. Wie, das ist weg? Ja, Sie wollten ein bisschen Risiko gehen, haben Sie doch gerade eben gesagt. Was für ein wie, ja, Risiko? Ich hab hier zwei Leute, die das können bezeugen. Sie haben gesagt, sie wollen Risiko gehen. Was für ein Risiko? Also, ich habe das nicht gehört. Geld ist jetzt weg. Was, wie mein Geld ist weg? Hol mir jetzt mein Geld zurück! Ja, Herr Flock, der Porsche bezahlt sich nicht von selbst. Ich bin schnapp dich hier gleich komplett durch Valhalla! Ich muss doch auch was verdienen. Wenn ich zurückkriege, mein Freundchen! Wir hatten das besprochen. Ich geb dir gleich dein Porsche! Und zwar quer in deinen Anus! Herr Flock, Sie wissen, eigentlich stehe ich darauf, aber das müssen wir hier jetzt nicht öffentlich klären. Ja, das ist ja der Grund, warum ich zu dir gekommen bin. Oh, okay. Und wo aber ist jetzt mein Geld? Weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Jungs. Anlage. Danke. Günstig. Danke, Herr Flock. Ja, tschüss. Ich habe einen riesen Text hier geschrieben, richtig im WOT. Haben Sie, also sind Sie arbeitslos? Also bevor du mich jetzt rausmovest, off-topic, einfach mal Dankeschön. Wollte ich dir eh schon die ganze Zeit sagen, du hast zwei, dreimal coole Props rausgehauen an mich. Ja, machst du auch gut, machst du auch gut. Ich habe einen Dankeschön. Vlog geguckt von dir. Der war Ach nein. Ich habe einen Vlog geguckt von ihm. Horst Vlog. Ja. Supertalent hat mich angeschrieben, tatsächlich. Ja, echt jetzt? Ja. Das ist, ich verarsche euch nicht, ich zeige euch auch einen Screenshot. Was? Ich verarsche euch wirklich. No wirklich. Way! Nein! Stopp! Doch. Das Supertalent nimmt mir nicht meine Kante! Jetzt reicht's! Stopp! Das ist Kandidaten! Was nein, nein! Was haben die geschrieben? Was bieten die dir? Wir können weniger bieten, weil wir bieten nie was. Bieten also die dir? Einladung ist total oberflächlich. Mhm. Das ist erstmal, hab gedacht, es wäre ein Fake, aber es war echt. Und zwar steht da einfach drinne: Wir freuen uns, Sie zum Casting für das Supertalent einladen zu können. Ihr Termin, Samstag in Köln. Uhr, Anmeldezeit, bla bla bla. Ich habe dann angerufen, ich so, ja, hä, was, wie, wer, wo? Die haben Headhunter, scheinbar, also wurde mir jetzt erklärt, die haben Headhunter. Nein. Irgendeiner und hat dann, dann gucken sich diese Leute, Ultratalent, das ist nicht der Ernst, die klauen meine Jobs, die klauen mir die Kandidaten.
Wer ist Digga, das? Ich RTL weiß. Ist es, ne? Ja, RTL. Kann ich vielleicht. Pass mal auf, ich nehme dich jetzt unter. Ich nehme dich jetzt unter Vertrag, Digga. Ich nehme dich jetzt unter Vertrag und dann machen wir schön. Ne, da holen wir da erstmal eine Gage für dich raus. Mein Freund. So. Das gehen wir jetzt ganz. Das schreibe ich sofort. Ja. Viel wichtiger. Mach's jetzt mit. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Die Umschulung ist nicht billig. Ich finanziere durch YouTube und so also YouTube nicht, durch Twitch verdiene ich halt ein bisschen was und finanziere dadurch meinen Lebensunterhalt neben der Umschulung. Leute, dann geht jetzt mal alle bitte rüber und supportet den Boy mal auf Twitch. Der Link ist ganz oben neben seinem YouTube-Kanal in der Videobeschreibung. Richtig. Und ich lasse mir jetzt hier nicht die Kandidaten, also das ist ja mein Format, Ultratalent. Das habe ich ja nicht aus dem Fernsehen übernommen. Richtig. Machen das ja nicht mit Teamspeak. Ja. Bei uns ist No-Budget, Alter. Ja. Revi, soll ich jetzt mein Ding noch machen? Ich habe ohne Scheiß was vorbereitet. Okay. Jetzt. Ich weiß aber nicht, ob es gut ist. Los. Wirklich nicht. Los. Okay, eigentlich sollte es losgehen mit einer Kurzgeschichte aus dem Altenheim, ja? Ich habe mir das zu Herzen genommen. Du hast mir das letzte Mal gesagt, ich soll auf die Bühne. Hör mal, ich habe mir ein offenes Mikrofon gesucht. Das war hier bei uns im Altenheim um die Ecke, ja? Ich war sehr toll. Ich war sehr laut. Ich war sehr aggressiv. Problem ist nur, ja gut, ich mach's jetzt kurz. Zimmer 23, 14 und 5 sind jetzt wieder frei. Also ich glaube, ich war ein bisschen zu laut und ein bisschen zu aggressiv. Ich habe dort Hausverbot. Deswegen widme ich mich jetzt heute wieder euch. Ja, also ihr vertragt euch wenigstens. Bei euch fällt keiner tot um, wenn ich ein bisschen lauter werde. Und ich habe vorhin gehört, das Thema ist YouTube. Ist das richtig? Also wir haben kein Thema vorgegeben, Herr Flock. Doch, mir wurde vorhin gesagt, das Thema ist heute YouTube-Trends und wie sich das alles momentan entwickelt. Ja, machen Sie einfach mal. Also, die meisten beschweren sich, dass es keinen guten Content mehr auf YouTube gibt. Natürlich gibt es keinen guten Content mehr auf YouTube. Man guckt ja immer nur nach oben, ne? Ich meine, man scheißt ja mal auf den größten Haufen. Ist ja irgendwie logisch. Aber das ist natürlich auch irgendwie klar, dass die kleineren Kanäle, die sich Mühe geben, komplett ignoriert werden. Die einzigen, die nicht die kleinen Kanäle ignorieren, die sich Mühe geben und groß sind, sind so Leute wie Commander Krieger. Warum? Commander Krieger, 700.000 Abonnenten und was macht der an Klicks? Der kann sogar ich mithalten, verdammte Hacke. Mach dir mal Gedanken darum. Warum? Naja, wenn ich jedes Mal in jedem einzelnen meiner Videos rumheule, dass ich keine Klicks mache und kein Geld verdiene, dann hätte ich auch keinen Bock, mir die Scheiße anzugucken, Mann! Ich vermisse ein bisschen die alten Zeiten. Schön war's früher mit Alberto, Cold Mirror, Alexi, Bexi, Flying Uwe. Oh, ich vermisse diese Menschen. Warum? Damals wurden Videos gemacht, um Videos zu machen, nicht um Klicks zu generieren. Den meisten Scheiß kann man sich doch nicht mehr angucken. So eine Müllkacke. Das gibt's überhaupt nicht. Bin froh, dass es noch ein paar wenige gibt, aber die meisten sind halt Scheiße! Und den kacke ich auch noch ins Gesicht. Wie ist es, also bei mir, wo würden Sie mich da jetzt einsortieren? Ich hab sie echt gern. Herr Flock, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn was ist, schreiben Sie mir, ja? Auf Wiedersehen, tschüss. Ja, Titel haben wir, können wir ab jetzt eigentlich Schluss machen. Und ne? Supertalent klaut mir den Kandidaten. Perfekt, ja, Leute, so, das war's mit dieser Folge. Nein, hier natürlich jetzt Maurice. User was moved to Maurice, Loungepad spielen. Ich hab verschiedene Lieder, also ich hab einmal Harder, Better, Faster, Stronger, Hello und Faded. Harder, Better, Faster, Stronger. Okay, warte, dann muss ich das kurz aufladen. Einmal hört auf zu lachen. Ja, okay, sorry. Danke schon. Warte. Weißt du, der geht nicht. Ah, okay. Okay, hörst du das? Ja, ich höre das. Ja. Okay. Und dann kommt halt die nächste Seite so. Ich weiß nicht, geht's weiter, ich weiß. Maurice? Ah. Kann ich dir sagen, dass es echt scheiße ist? Mir doch egal. Lass ruhig gut sein. Der, was? Da oben liegen noch ein paar Verträge vom Supertalent. Wo? Ne? Da oben, wo ich dich jetzt hinmove. Mach's gut, ne? Okay, darf ich ja grüßen, was? User was moved out of your channel. Der war doch ein Meme, Alter. Das kannst der, du dir jetzt. Der hat da drauf rumgetrommelt. Was ist so? Also ein bisschen schnell. Nee, das ist am Anfang so. Okay. User Hallo. Was moved to your channel. Oh, schönen guten Tag. Ey, hol mal noch den anderen Pisser dazu. User was Jungs, moved to was your ist heute channel. Los? Irgendwie. Ja, mach ruhig. Heute ist mein Blog Edition, Alter. Wir singen für euch. Okay. Warte mal kurz. Bist du ready, Bruder? Ja, Bruder. Ich esse gerne Döner, das macht mich sogar schöner. Ich esse gerne Pizza, dann werde ich auch fitter. Dann esse ich gerne Chips, die sind sogar lecker mit Dips. Jungs. Und von dem alten Johnny, hallo, schöner. Der wurde aber schöner. Und ich erzähl euch Kacke. User was moved out of your channel. Kaputt,
Phantom ich würde mir so sehr Alter, wünschen, dass sowas ins Fernsehen kommt. Einfach so Leute, die auf der Bühne stehen. Ich habe eine Pizza! Ich habe eine Pizza! Das Ding ist halt, wenn wir so eine Show machen würden, dann würden die halt gewinnen, solche Leute. Das ist einfach das Schamtalent. User was moved to your channel. Yo, was geht ab? Ich möchte eine kleine Ansage geben. Ich mache, ist das in Ordnung? Ja, klar, mache ich eine Ansage. Wie man Ansagen okay, anfängt, super. Ist es okay für dich? Alles in Ordnung, okay, gut. Yo, Leute, Max am Start. Heute mal wieder mit einem neuen Video, mein YouTuber, den ihr sicherlich alle kennt. Ich saß noch nicht so gemütlich an meinem PC, dachte wirklich gar nichts Böses und plötzlich sah ich so in meiner Abo-Box ein wirklich nagelneues Video von Revinside. Hier handelt es sich um seinen eigenen Song. Hier mein kurzer Ausschnitt. Wisst ihr, ich dachte mir so, wow, das ist wirklich der Shit, Leute. Und jetzt ein paar wichtige Fakten zum Video. Als erstes wirklich, irre Revi, du hast mal nicht 10 Werbung von Ikea geschaltet. Wirklich, wow. Wirklich, ich liebe es, wie du diese Schuhe getragen hast. Diese 10 Reichsmark-Kickschuhe, die waren wirklich irre. Und jetzt, danke fürs Zuschauen und haut rein. Dankeschön, ne? Tschüss. Ja, Leute, vergesst nicht uns natürlich auf Spotify zu folgen, ne? Aber habe ich ja schon erwähnt. So, Geschichtenbär. Ich erzähle eine Community-Geschichte. Will ich das hören tatsächlich, oder? Ja, das sind keine schlimmen Wörter, nicht so wie beim letzten Mal, keine Angst. Das sind halt Wörter, die mir unten in den Chat geschrieben wurden. Soll ich von euch noch irgendwelche Wörter einbauen oder so? Nee, passt schon. Fang 13. Ruhig. Die 13? Ja. Okay. Also, eines Tages, als ich im Wald spazieren ging, sah ich da so einen Baum, in dem ein Herz geritzt war. In diesem Herz stand Revinside plus 13. Und Revinside geht gerne bei Lidl einkaufen, aber das ist aber sehr ärgerlich, dass er da einkaufen geht. Denn Lidl ist eigentlich komisch, denn Lidl gehört diesem Tix-Wix-Typen da. Und es ist teuer wie sonst was da. Ist nicht stimmt. Ich muss noch eine Sache sagen. Die Luftpumpe ist kaputt. Es tut mir leid. User was moved out of your channel. Das war wie ein Rappen, nur mit so Spitze. Danke dafür, Dieter. Sehr gutes Feedback. Das war wie ein Rappen, nur so mit Spitze einfach. Hallo? Soll ich einfach anfangen? Ja, das wäre gut. Vielleicht bist du der Erste mit Talent, abgesehen von dem Sänger. Du, ich würde dich gerne in der nächsten Folge nochmal dabei haben. Das war so klasse. Bis gleich, ne? Okay. User was moved out of your channel. Lassen wir das doch einfach. Das war sehr unangenehm zum Ende hin mal wieder. Bedanke mich bei Sturmwaffe fürs Durchstehen. Folgt uns auf Spotify, geht auf Sturmwaffe's Discord-Server. Ja! Schaut bei Sturmwaffe vorbei. Ja! Kauft keine Drogen und Alkohol, keine Zigaretten. Tschüss.